Wir sind beim Finale Entertainment gegen Neo und es ist ein sehr gehyptes Finale. Heute entscheidet sich, wer von beiden JBB King wird und gegen King Gio antritt. Ich werde diesmal noch detaillierter sein als sonst, damit es am Ende auch keine Zweifel daran gibt, wer hier den Sieg verdient hat und wer nicht. Es ist ja praktisch schon der Turniersieg, auch wenn das King-Finale noch aussteht, und der Gewinner von diesem Battle ist der Endgegner vom nächsten JBB. Kommen wir erstmal zu den Videos. Entertainment bringt wie immer eine gute Videoqualität, Atmosphäre und Style. Das sieht einfach gut und professionell aus. Der Einzige, der ihn in Sachen Video schlagen kann, ist er selbst, und zwar in den Runden davor. Also wieder mal ein sehr gutes Video, aber etwas schwächer als die davor, wie ich finde. Ich schätze, dass er diesmal etwas länger mit dem Text und der Audio beschäftigt war als sonst, denn das Video wirkt etwas einfacher. Aber das ist Kritik auf höchstem Niveau und es ist nichtsdestotrotz ein gewohnt fettes Video. Neo konnte hingegen sein hohes Niveau nicht halten. Bis auf den letzten Teil des Videos wirkt alles ziemlich unspektakulär, fast schon langweilig. Es erinnert teilweise schon ein bisschen an seine Qualifikation mit diesen statischen Aufnahmen, wo es keine Schwenks oder Fahrten gibt. Also videotechnisch hat Neo einen klaren Rückschritt gemacht, im Gegensatz zu seinen Videos davor. Entertainment ist videotechnisch so ziemlich der beste dieses Jahr und den Videopunkt hat Neo ihm leider einfach geschenkt, obwohl Entertainment nicht mal sein stärkstes Video ausgepackt hat. 1:0 für Entertainment. Punchlines. Wie am Anfang gesagt, werde ich diesmal versuchen, so genau wie möglich zu sein, und ich fange mal mit Entertainment an. Direkt die erste Line von Entertainment fand ich absolut genial. Haltet mich für verrückt, aber ich finde, dass das eine der besten Lines der Runde ist. Sie ist stumpf, aber haut direkt rein, denn wenn man Neos Maske mal genau anguckt, sieht der untere Teil tatsächlich sehr nach einer Heizung aus. Aber weil mir das vorher überhaupt nicht aufgefallen ist, kam der Punch für mich total überraschend und originell. Fucker, das ist Zeit um zu morden, du siehst mit der Maske aus wie eine Heizung von vorne. Danach bezieht er sich auf Neo aus den Matrix-Filmen. Warum es drei Teile davon gibt, ist mir bis heute ein Rätsel. Der erste war perfekt und alles danach war absolut unnötige Gammelscheiße. Außer die Verfolgungsjagd in Teil 2. Naja, egal. Entertainment macht daraus einen richtig schönen Kontext. Das Finale ist Neos vierte Runde, aber Entertainment sagt, dass für ihn nach der dritten Schluss ist. Also, dass er hier nicht weiterkommen wird. Sehr elegant verpackt. Eine gottverdammte Marketing-Kopie, doch nach drei Runden ist für Neo Schluss. Matrix-Trilogie. Danach wird's etwas schwächer. Er sagt, beite mich schon wieder, hol dir statt Axt ein Laserschwert. Also er deutet an, dass Neo eine Entertainment-Kopie ist und ihm jetzt nur noch ein Laserschwert anstatt der Axt fehlt. Ich sehe da nur leider überhaupt keinen Bite-Ansatz. Also Lance Butters kann ich ja noch irgendwo verstehen wegen der Optik, aber Entertainment und Neo haben absolut nichts gemeinsam. Ente war auch nicht der Erste mit Maske, falls er jetzt behaupten will, dass jeder mit Maske ein Biter ist. Ich find's irgendwie schade, dass er das auf sich selbst bezieht, denn was danach kommt, ist eigentlich gut. Er sagt, du Abklatsch, Klonkrieger. Die Klonkrieger sind ja alle ein Klon, also Abklatsch, was dann Star Wars Bezug hat wegen Neos Star Wars Maske und auch gut zum Biten passt. Er hätte diese Line also nur auf jemanden beziehen müssen, wo es besser passt, also Lance Butters und nicht sich selbst. Also eine halb gute Line, weil ich du Abklatsch Klonkrieger trotzdem gut finde. Beite mich schon wieder, hol dir statt der Axt Laserschwert, du bist kein Battle King, du Abklatsch Klonkrieger. Danach kommt wieder eine sehr originelle Line, und zwar bringt er da wieder ein kleines rhetorisches Highlight unter. Er sagt, ich drehe dein Star Wars Image um. Und dann war's das mit dem Star. Das ist eine von den Sachen, bei denen ich mich frage, warum das noch niemand gebracht hat. Wenn man es hört, ist es so naheliegend, aber trotzdem ist noch niemand drauf gekommen. Der nächste Rapper mit der Gata-DNA, ich dreh dein Star Wars Image um und dann war's das mit dem Star. Neo nennt sich auch Neo Unleashed. Und Unleashed heißt ja bekanntlich entfesselt. Ente dreht das schön um und fragt, wer ist von dir Bitch gefesselt? Weil jemand, der sich entfesselt nennt, für Ente wahrscheinlich nicht besonders fesselnd ist. Dann macht er aus Findet Nemo noch Findet Neo und es geht weiter mit Matrix-Bezug, weil Neos Kontrahent ja Mr. Smith ist. Außerdem gibt es noch den Waffenhersteller Smith & Wesson. Ente steht vor ihm mit Smith & Wesson, also gleichzeitig mit Mr. Smith und Pistole. In den zwei Lines danach geht es dann noch weiter mit mehr Matrix-Bezug, weil der Neo aus der Matrix ja Kugeln ausweichen konnte, aber Ente sagt, dass das hier nicht passieren wird. Was auch wieder cool ist, besonders mit der Performance im Video kommt das sehr gut. Wer ist von dir Bitch gefesselt? Findet Neo, ich steh vor dir mit Smith & Wesson und baller 1000 kleine Bleikugeln. Keine Matrix, keine ausweichende Zeitlupe. Die zwei Lines danach fand ich aber nicht so doll. Er bezieht sich da auf Neos Blick-Punchlines und sagt, dass er aber mit seinem Schwanz fickt, weil Neo der Auserwählte ist. Ich finde das deswegen nicht so gut, weil er hier zwei Angriffsflächen, und zwar den Blick und das Thema Auserwählte der Matrix, relativ mittelmäßig zusammenschmeißt und es ein bisschen schwul ist zu sagen, dass er ihn mit dem Schwanz fickt, weil Neo sein auserwählter Sexualpartner ist. Also so verstehe ich jedenfalls
ebenfalls die Doppeldeutigkeit. Neo ist bei der Matrix der Auserwählte und hier ist er der Auserwählte, der von Ente Schwanz bekommt. Aber Auserwählt klingt mir ein bisschen zu romantisch für eine Punchline. Was danach kommt, finde ich aber wieder besser. Er sagt zwar nochmal, dass Neo Schwanz bekommt, aber auf eine coolere Art und Weise und mit einem nicht so schwulen Kontext. Weil die beim Betreten der Matrix ja alle so ein Teil in den Hinterkopf bekommen haben. Alle Augen sind auf mich. Du fickst mit dem Blick, ich fick mit dem Schwanz, weil du der Auserwählte bist. Ich brauch hier gar nicht mehr zu reden. Neo kriegt heute den Schlauch in seinen Kopf, ohne die Matrix zu betreten. Auch die Hook von Entertainment puncht. Er hat es nämlich ziemlich gut auf den Punkt gebracht, das ist mir vorher überhaupt nicht richtig aufgefallen. Ich fand Neo optisch nur ähnlich wie Lance Butters, aber so wie Ente es sagt, ist es gar kein schlechter Punch, weil alles auf einmal kommt. Er sagt erst, zeig uns mal, wie stylisch du kopieren kannst, was eine Hommage an 80s Slang gegen Gary ist, der gesagt hat, zeig uns mal, wie stylisch du verlieren kannst. Das fand ich aber nicht so gut, weil die Originalline halt viel besser ist, also im Gegensatz zu der Hommage an die Spongy-Line, die perfekt funktioniert hat, klappt das hier nicht. Aber danach sagt er etwas Cooles, was darauf aufbaut. Lance Butters aus der Matrix mit einem Star Wars Helm. Er zählt da alles nacheinander auf, was Neo oberflächlich gesehen ausmacht. Die Optik von Lance Butters, der Name von Matrix und die Maske von Star Wars. Ihn ausschließlich auf diese Dinge zu reduzieren, ist ein ziemlich guter Diss und vor allem kommt es mega episch in der Hook. Besonders ganz am Ende bei der allerletzten, weil der Beat dann noch epischer ist. Zeig uns mal, wie stylisch du kopieren kannst. Ein filmreifes Ende vor dem Titelkampf. Ein Plagiat, das alle in Frage stellt. Lance Butters aus der Matrix mit einem Star Wars Tail. Im zweiten Part spielt er noch ein bisschen mit dem Namen Neo rum, was wieder sehr entertaint. Direkt die erste Line fand ich gelungen, besonders was den Reim angeht. Knetgummimännchen auf Naomi Campbell ist ein extrem schwerer Reim. Er hat Vor- und Nachnamen einer Person auf einen Nomen gereimt und das noch mit Punchline und doppeltem Gegnerbezug wegen dem ähnlichen Namen Neo und Naomi und zusätzlich wegen der Hautfarbe. Ich zerquetsche dich wie Knetgummimännchen, kastriere Neo und der nennt sich Naomi Campbell. Die Nazi-Line danach fand ich etwas seltsam. Die Farbe der Nazis war braun und Neos Hautfarbe ist braun. Neo ist für Ente dann wie die Nazis ein braunes Stück Scheiße. Ich finde die Zusammenstellung dieser Line etwas merkwürdig. Er bezeichnet Nazis als ein braunes Stück Scheiße, wegen der Nazi-Farbe braun. Aber gleichzeitig Neo wegen seiner Hautfarbe braun. Was halt in diesem Fall eine rassistische Punchline ist. Natürlich ist das in einem Battle völlig legitim, ich will hier nicht den Moralapostel spielen oder sowas, aber irgendwie ist das für mich einfach eine seltsame und etwas widersprüchliche Line. Ich finde einfach, dass diese zwei Dinge nicht zusammenpassen und deswegen finde ich nicht, dass es eine gute Punchline ist. Die Line danach mit Gio fand ich extrem Standard. Er sagt, du willst Gio ficken, mach's doch wie immer bei ihm zu Hause im Bett. Das hat null Gegnerbezug, außer halt, weil Neo im Finale steht und es darum geht, wer gegen Gio battelt. Aber davon abgesehen ist das eigentlich nur eine billige Schwulenline, die hier irgendwie gar nichts zu suchen hat. Gerade Entertainment, der mit sinnlosen Schwulenlines von Jasper gedisst wurde, hätte sich das sparen können. Ich schieb den Haufen beiseite. Neo, Nazi, braunes Stück Scheiße. Ein versautes Geschäft. Du willst Gio ficken, machst doch wie immer bei ihm zu Hause im Bett. Danach kommt wieder was mit Neos Namen, was ich ganz witzig fand. Er will Neo häuten, um aus ihm einen Neoprenanzug zu fertigen. Ich fahre aus der Haut, um Gegner zu beerdigen. Häute dich, um aus dir einen Neoprenanzug zu fertigen. Dann sagt er, dass er in die Tiefen des Systems taucht und er ihn mit Viren fickt. Was ich daran nicht schlecht finde, ist, dass er sagt, dein Tod ist vorprogrammiert, weil Viren ja vorher programmiert werden müssen, bevor sie zum Einsatz kommen. Weiter geht es dann damit, dass er dafür sorgt, dass Neo sich aufhängt wegen den Computerviren mit Doppeldeutigkeit zum Erhängen. Das sind keine vier Überlines, aber ich fand sie auch nicht schlecht. Ich tauche in die Tiefen des Systems, dein Tod ist vorprogrammiert, doch sind die Viren nicht zu sehen. Ich muss nicht mehr an den Sicherungen fuchsen, doch sorg dafür, dich aufzuhängen, ohne den Strick zu benutzen. Die danach mit iRobot fand ich etwas unterhaltsamer. Ich sehe Neo zwar nicht wirklich als Blechbüchse, auch wenn er eine Grievous-Maske trägt, aber ich finde die Line trotzdem gut, vor allem auch wegen dem Reim. Was Entertainment dem Neo voraus hat, ist halt, dass er neben den guten Lines auch noch mit Reimen flashen kann. Ich brauch nur einen Filzstift und zwei Wodka und zerbomb dich Blechbüchse wie Will Smith in iRobot. Die letzten beiden Lines fand ich wieder sehr gut. Es geht mal wieder um die Matrix und den berühmten Bullet-Time-Effekt aus dem Film. Dabei wird ja praktisch die Zeit angehalten und mit extrem vielen Kameras, die hintereinander aufgestellt werden, dann eine Bewegung erzeugt. Im Falle von Matrix eine drehende Bewegung. Also es dreht sich um Stillstand und Ente vergleicht das mit Neos Karriere. Was an sich schon eine coole Line wäre, wenn man sie zu jedem x-beliebigen Rapper sagen würde. Aber durch den Neo-Matrix-Gegnerbezug ist sie dann richtig geil. Ich schreibe unerreichte Texte und deine Karriere dreht sich nun um Stillstand, so wie Bullet-Time-Effekte.
Dann kommt der dritte und letzte Part und der fängt absolut genial an. Ich find's übertrieben lustig, wie er da mit Lachsnackengang rumspielt und das gegen Neo verwendet. Lachsnackengang ist mir Lachs wie die Gang von euch Nacken. Weltklasse. Was du dir überlegt hast, gegen Ente zu machen, ist mir Lachs wie die Gang von euch Nacken. Danach nimmt er nochmal alle Gangmember, und zwar Neo, Pixel, Fortis, Niemand und Taube, und macht mit all diesen Namen einen Satz, der alle gleichzeitig fickt. Das ist schon rekordverdächtig. Er sagt, wenn Neo mit Pixel Fortis, also weggegangen ist, ich impliziere einfach mal, dass die zum Ficken fortgegangen sind, wegen dem, was danach kommt, macht es Niemand mit der Taube. Das ist Wahnsinn, wie er alle fünf Namen in einer sinnvollen Zeile untergebracht hat. Pädophile Hurensöhne, widerlicher Haufen, wenn Neo mit Pixel Fortis, macht es Niemand mit der Taube. Dann baut er den Namen Lachsnackengang noch in zwei witzige Synonyme um, die exakt das gleiche bedeuten, was wieder extrem geil gemacht ist. Ente spielt in dieser Runde auf heftigste Weise mit Worten rum und verdreht auf kreative Art und Weise alles, was mit Neo und seiner Crew zu tun hat. Eine schwule Boygroup, deren Richtung nicht läuft, nennt euch die Schwanzflossen-Bros oder Fischkutter-Boys. Dann kommt wieder eine geile Line. Man assoziiert die Lachsnacken-Gang ja wegen Lachs und den anderen Namen, die er ihnen vorhin gegeben hat, mit Fisch, und selbst trägt Ente einen Anglerhut. Und so schließt sich der Kreis. Ich nehm deine Crew auseinander. Der Kreis schließt sich mit dem Hut eines Anglers. Dann kommen noch sehr stilvolle Lines, die ich sehr gefeiert habe, aber nichts mit Neo zu tun haben. Er kündigt an, dass Gio als letzter dran ist, was nach so einer Runde schon eine sehr ernstzunehmende Drohung ist. Dann erwähnt er König und Götter als Anspielung auf die Titel King, King of Kings und God of Battle. Er bringt hier sehr starke Atmosphäre und verbreitet Bock aufs Finale, was zwar nicht puncht, aber mir ziemlich gut gefallen hat. Alle kleinen Fische sind ins Netz gegangen. Ausgenommen, Gio, du bist als letzter dran. Ich behandle euch, als ob ich euer Schöpfer wär. Hiernach gibt es keine Könige und Götter mehr. Zum Schluss kommt noch das, was für die meisten das Highlight der gesamten Runde darstellt. Auch ich fand das extrem gelungen. Die ersten zwei Lines dienen als Aufbau und was dann kommt, ist halt mal wieder so eine Line, die man nie wieder vergisst. Und das auch noch als Abschluss. Das ist natürlich perfekt für diese Runde. Er macht da eine Anspielung auf den Spruch von Star Wars, möge die Macht mit dir sein. Die Macht ist nicht mit Neo und deshalb macht seine Alte es nicht mit ihm. Neo trägt eine General Grievous Maske und der ist ein Roboter. Also wäre es auch überhaupt nicht möglich, dass die Macht mit ihm ist. Verkauf deine Seele fürs Geschäft! Ob Stolz, Ehre, Image, ich nehm dir alles weg. Die Bitch, die du liebst, denn sie macht es jetzt mit mir. Denn die macht es nicht mit dir. Denn die macht es nicht mit dir. Auch nach der Abschlussline fand ich sogar noch eine Line cool, die er da eigentlich nur so outromäßig reingeschnitten hat. Und zwar, um ein Haar hätte sich Neo Mr. Anderson genannt. Um ein Haar hätte sich Neo Mr. Anderson genannt. Und das war's bei Entertainment. Wieder mal kompakt und richtig gut. Ich hab's nicht ausgerechnet, aber ich schätze mal um die 80% Punchline-Dichte, krasse Highlights, Wortspielereien, Fronts und Entertainment. Mal gucken, was Neo dem entgegenzusetzen hat. Die Runde fängt mit einem witzigen kleinen Sketch an. Ich finde es zwar blödsinnig zu behaupten, dass Ente Kinderfans hat, ich glaube, dass das das Ziel von diesem Sketch war, aber nichtsdestotrotz fand ich es einfach witzig und es hat mich neotained. Denn diese Sketche sind ja mittlerweile schon so ein kleines Markenzeichen von ihm. Dann geht es am Anfang darum, dass Ente nicht immer so hundertprozentig leicht zu verstehen ist, was ich auf jeden Fall nachvollziehbarer finde als die Lispelines, die sonst gegen ihn gebracht werden. Er rappt manchmal so, als würde er den Mund nicht richtig aufmachen und Neo hat das ziemlich gut verpackt. Du bist eine lächerliche Witzfigur, scheißegal was du Fotze redest, es fortet nicht. Bevor du nicht den Schwanz aus der Fresse nimmst, damit ich versteh, was du davon dir gibst. Gegen Carrie war schon peinlich, doch viel schlimmer war Laska. Ich frag mich, was du hier verloren hast, du sprachbehinderter Bastard. Danach kommt eine solide Line, wo er ihn als Crackhead bezeichnet, dessen gesamter Besitz in einen Rucksack passt. Würde etwas besser zu Jasper passen, aber auch Entertainment pflegt sein Image als Drogensüchtiger relativ gut. Du bekommst nichts auf die Reihe, erzähl nichts von deinem vermeintlichen Umsatz. Du bist so ein Crackhead in Hab und Gut, passt in einen einzigen Rucksack. Dann kommt noch eine solide Line damit, dass Entertainment auf Fotos immer ein Duckface aufsetzt, auch wenn er gerade nicht die Entenmaske trägt. Du kannst vergessen, dass du gewinnst, du Spinner wirst erst ein King, wenn ich es dir gestatte. Und wenn ich sag, dass du auf Bildern dein Duckface aufsetzt, meine ich nicht deine Maske. Dann kommt wieder eine gute Line, und zwar geht es um das Psycho-Image von Ente, was Neo ihm nicht abnimmt und er witzig auf Psycho-Andreas bezieht, der ja extrem berühmt mit seinem Halt-Stopp geworden ist. Mein Style ist einfach Jackpot, Viva Las Vegas, du sprachlicher Szeniker, bist höchstens so Psycho wie Andreas. Dann dreht er die Line von Entertainment um, in der er zu Kasa gesagt hat, dass sich seine Mutter mit rostigem Besteck die Fruchtbarkeit genommen hat, was leider etwas unsauber gefloht, aber trotzdem solide ist. Deines Tages kamst du bei der Bitch, die du Mutter nennst.
aus dem Unterleib. Und sie nahm sich daraufhin mit einer rostigen Geflügelschere die Fruchtbarkeit. Danach kommt ein ziemlich guter Spit ohne Gegnerbezug mit schwerwiegende Folgen. Ein guter Spit an sich, aber in dieser Runde halt nur eine solide Punchline, weil sie mit den überkrassen gegnerbezogenen Wortspielen von Entertainment nicht mal im Ansatz mithalten kann. Du elende Missgeburt, die Runde hat für dich schwerwiegende Folgen. Du verkaufst dein Merchandise nur in Übergrößen, weil dir nur schwerwiegende Folgen. Dann kommt eine ziemlich schwache Endline, in der er sagt, dass Ente nicht King wird, weil er gegen Gary geflogen ist. Aber das war nur ein irrelevantes Bonus-Battle und er hat bei Punchlines 2-0 geholt. Wäre es kein Bonus-Battle gewesen, sondern eine normale JBB-Runde, dann hätte ich ihn wegen der Punchlines wahrscheinlich sogar gewinnen lassen. Beim Bonus-Battle habe ich einfach nur drauf geschissen, weil mir Garys Runde besser gefallen hat und es sowieso um nichts ging. Ich frag mich, in was für einer Welt du Junkie dich grad befindest. Du bist gegen Gary geflogen, du glaubst doch nicht wirklich, dass du hier nach King wirst. Dann kommt die Hook und die ist extrem schwach im Vergleich zu dem, was er vorher abgeliefert hat. Sie wirkt auf mich fast wie der Versuch, nochmal sowas wie in der Runde davor zu bringen, aber die in der Runde davor war absolute Weltklasse und das klingt halt ziemlich langweilig dagegen. Punchline-technisch ist das Ganze auch irgendwie nur so okay. Du bist ein armseliger Mensch, der versucht zu kompensieren, dass er es nicht schafft, seinen Drogenkonsum zu kontrollieren. Allmählich wird dir klar, dass du dieses Jahr mal wieder auf die Fresse kriegst, während du Penner vollgekotzt in irgendeiner Ecke liegst. Du armseliger Mensch, du versuchst zu kompensieren, dass du es nicht schaffst, deinen Drogenkonsum zu kontrollieren. Nachdem ich jedem da draußen zeige, was für eine Lusche du bist, kriegst du Vogel in den Eierstock deiner Mutter zurück. Dann kommt der nächste Sketch und zwar kommt er mit einem alten Song, den Entertainment angeblich unter dem Namen Fable veröffentlicht hat. Die Stimme klingt relativ ähnlich, also werde ich das mal als Punchline werten, aber handfeste Beweise gibt es für mich jetzt keine, dass Fable und Ente die gleiche Person ist. Aber die Szene ist auf jeden Fall wieder recht amüsant und der Blickwitz funktioniert einfach jedes Mal. Danach bezieht sich Neo dann noch auf die Schnulze von Fable, der mutmaßlich Entertainment sein soll, und sagt, dass der sich Stoff spritzt, weil das ihn die Alte verlassen hat, bis heute sein Kopf fickt. Haut mich jetzt nicht sonderlich vom Hocker und wie man bei so einer Standardline auch noch einen einsilbigen Reim haben kann, ist mir auch ein Rätsel. Ich habe gerade durch absoluten Zufall schon mit Stoff spritzt auf Kopf fickt einen besseren Reim gekickt. Du bist ein jämmerlicher Pseudokiller, du packst dir die Spritze und drückst dir den Stoff. Denn dass die Note dich für einen anderen verließ, fickt dir bis heute den Kopf. Dann sagt er, dass er von der Bitch einen Gaspard braucht, was ziemlich witzig ist. Aber dann sagt er, dass sie Entes Leben so krass in den Arsch gefickt hat wie Laska. Wo hat Laska denn Entes Leben in den Arsch gefickt? Laska hat das Battle zwar gewonnen, aber er hat ihn in dem Battle nicht umgebracht. Das ist also ziemlicher Dünnschiss und ein Zweckreim auf Gaspard, was die Line für mich übertrieben versaut. Ich brauch von der Bitch, über die du Softie da gerappt hast, deinen Gaspard, denn die hat mindestens sein Leben so krass in den Arsch gefickt wie Laska. Dann kommt noch eine Standardline, dass Ente ihr bis heute hinterher heult und Neo sie gerade in den Arsch fickt. Aber danach kommt endlich wieder eine solide Line. Er sagt, dass ihm Ente nach der Schnulze so soft vorkommt und das hat er in einer netten Reimkette verpackt. Du zerbrichst und schreibst dir eine meterlange Nachrichtentext, während deine sogenannte Prinzessin sich von mir in den Arsch ficken lässt. Deine Videos Softporn, statt Kugeln fliegen nur Softboards. Und auf einmal kommt mir Ente so soft vor wie ein Love Song von Sean Paul. Dann kommt wieder Blödsinn, und zwar, dass sich von Ente alles gleich anhört und dass er Lines recycelt, was einfach nicht stimmt. Und er meint dann, dass Ente nach dem Ballern halt nicht mehr weiß, was er schreibt. Und dann sagt er noch, dass andere ihm beim Texten helfen würden, was ich auch für absolut unbegründeten Blödsinn und Ideenlosigkeit halte. Und jeder deiner Tracks klingt sowas von gleich und du recycelst deine Lines, weil du widerlicher Junkie nach dem Nasenballern immer wieder vergisst, was du schreibst. Erzähl nicht, dass bei deinen Texten kein weiterer von euch misslungenen Vögeln dahinter steckt. Bin mir sicher, du und dieser elende Pisse-Koala teilt euch nicht nur euer Spritzen-Set. Dann sagt er nochmal, dass Ente Hilfe beim Texten bekommt, aber dass, wenn es ernst wird, niemand hinter ihm stehen würde und ihm höchstens eine Latzugmaschine den Rücken stärkt. Ja, der Überlappen Entertainment geht auf jeden Fall an eine Latzugmaschine, um sich den Rücken zu stärken. Wie ihr Fotzen euch unterstützt, ist schon ziemlich entzückend. Auch wenn es ernst wird, steckt ihr höchstens die Latzugmaschine den Rücken. Diesen gesamten Teil fand ich extrem an den Haaren herbeigezogen und übertrieben schlecht. Wie kommt er nur auf sowas? Ganz am Ende sagt er zwar nochmal, dass Ente seine Texte nicht selber schreibt, aber immerhin verpackt er das Ganze mit Gegnerbezug wegen Feder und einem zusätzlichen Diss mit Krankheiten. Das fand ich dann insgesamt wieder solide. Du bist eine einfallslose Fehlgestalt und du meidest die Gamer, denn außer Krankheit stammt nichts aus deiner eigenen Feder. Dann kommt eine neue Hook, die anders ist als die erste, aber auch hier gibt es keine nennenswerten guten Lines und zusätzlich noch die tausendste Du bist eine Ente, also fliegst du raus Line. Ziemlich peinlich, sowas noch im Finale zu bringen. Nach dieser Runde ist es aus und die Krone ziert mein Haupt. Du bist geboren zum
gehst du jetzt raus? Es läuft nicht und so geht schon dein gesamtes Leben. Doch Gio kann dir sicher einen guten Therapeuten empfehlen. Nach dieser Runde ist es aus und die Kohle zieht mein Haut. Du bist geboren zum Fliegen, deswegen fliegst du jetzt raus. Jederzeit bereit für den Einsatz, wir heben die ganz hoch. Ihr setzt eure Hoffnung in eine Ente, ihr hebt nur die ganz hoch. Ich hatte mir fest vorgenommen, jede Line zu erwähnen, aber Neo ist leider zu schwach. Im dritten Part geht es genauso weiter wie bisher. Es gibt hin und wieder mal eine gute Line, aber nichts auf dem Level von Entertainment. Der erste Part ist mit Abstand am besten und alles danach schwächelt extrem. Es hat sich nach dem ersten Part bei mir ziemlich schnell Langeweile eingestellt. Er versucht es dann am Ende noch mit dem Video zu retten, aber es bringt nichts mehr. Die Highlights von Entertainment sind einfach viel zu stark. Du siehst aus wie eine Heizung von vorne. Dann war's das mit dem Star. Keine Matrix, keine ausweichende Zeit. Deine Karriere dreht sich um Stillstand wie Bullet-Time-Effekte. Ist mir Lachs wie die Gang von euch Nacken. Wenn Neo mit Pixel fort ist, macht es niemand mit der Taube. Die macht es nicht mit dir. Das ist sowohl technisch, inhaltlich, vom Gegnerbezug und vom Punch selbst einfach alles viel zu krass. Das ist eine volle Breitseite, die Neo hier abgekriegt hat und Lines, die extrem hängen bleiben. Ich sehe hier gar keine andere Möglichkeit als 2:0 für Entertainment. Extrapunkt. Neo ist in fast jeder Hinsicht schlechter geworden. Video, Beat, Hook, Atmosphäre, sogar in Sachen Flow finde ich das Ganze eher eintönig und teilweise sogar unsauber. Technisch war er noch nie gut, also da stagniert er, aber insgesamt hat alles extrem nachgelassen und das ausgerechnet im Finale. Wenn ich mir Johnnys Runde gegen Kasa so angucke, dann sieht das mehr nach Finale aus als das, was Neo gemacht hat. Leider war es unmöglich vorauszusehen, dass Johnny plötzlich eine der krassesten Runden des Jahres raushaut und Neo seine schwächste bis jetzt. Neo ist fast immer wegen dem Gesamtpaket, der Atmosphäre und einfach weil spektakulär war weitergekommen. Aber das Gesamtpaket, mit dem Neo vorher überzeugt hat, war diesmal einfach nicht da. Ich möchte hier aber noch eine Sache betonen. Er hat bis hierhin durchgehend geile Scheiße gekickt, also verbuche ich das mal als einmaligen Ausrutscher und meine allgemein positive Meinung ändert sich dadurch kein bisschen. Ich bin immer noch absolut überzeugt von ihm, nur nicht von dieser Runde. Zusätzlich wirkt sie auch noch schwächer als sie ist, weil die von Ente so brutal stark ist. Entertainment hat auf ganzer Linie überzeugt. Generell finde ich die Runde, was die Epicness angeht, sehr gelungen. Das Zusammenspiel aus Video, Beat, Atmosphäre und den Lines wirkt einfach wie ein richtiges Finale auf mich. Natürlich passen auch die Punchlines und alles andere, aber diese Finalatmosphäre, das fand ich besonders fett. Ente hat hier einfach ein Finale abgeliefert und Neo ein solides Achtelfinale. Wobei mir sein tatsächliches Achtelfinale sogar noch um einiges besser gefallen hat. Extra Punkt geht an Entertainment. User-Voting ist diesmal ziemlich interessant. Bei den YouTube-Likes führt Neo relativ knapp, aber dann kommen die MP3-Downloads noch oben drauf und die sind diesmal gar nicht mal so schlecht. Hier führt Entertainment und damit kann auch das User-Voting eindeutig für sich entscheiden. Zusätzliches Lob geht ausnahmsweise auch mal an euch. Die Downloads sind mittlerweile schon fast auf dem 24-Stunden-Vorher-Level angekommen. Die Runde von Neo gegen MG hat sich bei Dailymotion damals 6000 Mal verkauft und das war die, die sich am allerbesten verkauft hat. Da sind wir noch nicht ganz, aber die Entwicklung ist auf jeden Fall schon mal positiv. Ich hatte schon bei Facebook gepostet, aber vielleicht hat es noch nicht jeder mitbekommen. Ich konnte die PayPal-Kosten reduzieren, weil ich es auf Mikrozahlungen umgestellt habe. Also ein Selfie-Download kostet nicht mehr 1,18 Euro, sondern 96 Cent und trotzdem bekommen die Teilnehmer auf den Cent genau das gleiche wie vorher. Also mal sehen, was der Gewinn dazu sagt. Natürlich gibt es ganz am Ende noch das Geld vom Achtel-, Viertel- und Halbfinale, aber Entertainment bekommt ausschließlich für diese Runde 1.500 Euro von mir plus die MP3-Downloads von euch und Neo bekommt seine MP3-Downloads. Und hier zeigt sich das Geile am MP3-System. Auch die Verlierer gewinnen. Deswegen will ich das auch gerne für die Cypher, weil die Leute dann auch schon für ihre Qualifikation Geld bekommen und wenn sie rausfliegen. Es gibt einfach Geld für jeden Song. Morgen gibt es das Mini-JBB-Finale Fortis gegen Perplex und danach gibt es die vier restlichen Bonus-Battles und ganz zum Schluss gibt es dann das King-Finale Entertainment gegen Gio.